Bist du runtergefallen? Vielleicht. Bist du gestorben dabei? Eventuell. Oh, du bist wirklich gestorben? Ich bin wirklich gestorben. Ach, krass. Ja. Das wird mir nicht machen. Ich wollte rückwärts an die Leiter springen und dann runtergehen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Ach. Ja. Du baust da was Hundsgefährliches. Naja, ich muss ja mal hoch, runter und jetzt muss ich ja die Dinger anknüpfen und so und naja, da bin ich wohl, ja. Geil. Habe ich die Leiter wohl nicht erwischt. Komisch, dass ich an meinem Rücken keine Hände habe, mit denen ich runterklettern kann. Das ist aber merkwürdig. In so einem Spiel. Ungewöhnlich. Schon eher schlecht gemacht dann. Ne, finde ich auch. So. Aber es wird ja langsam alles hier. Oh ja, und wie das wird. Jetzt habe ich hier meinen schnellen An- und Abreiseweg. Dann werde ich jetzt mal mich daran machen, die Minen alle... Ja, die Minen zu upgraden. Ach, warte mal jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich die Wege. Oh, alles klar. Also, Farbpistole. Das da. Alles nehmen. Da. Okay, gut. Da bin ich wieder. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt wird's interessant. Das kann ich ja nicht einfach so machen, glaube ich. Was baust du gerade? Ich baue jetzt die Conveyor Lifts für die Minen hier. Theoretisch. Oh, da ist natürlich, das ist natürlich ungünstig. Dieser Strommast steht genau vor dem Lift, das ist nicht gut. Ich mache hier gerade, ich habe meinen Eistee umgeworfen. Alles klar, das macht ja nichts. Nee, der Blut hat den aufgefangen. Prima. Okay. Ist da noch eine Mine? Nee, das ist ein Strommast, okay. Gut. Ich hoffe, das wird alles ein bisschen ordentlicher. Vorher war es zu lang. Nee. Dein alter Freund. Das kann doch nicht zu lang sein. Oder hat er das wieder falsch rum... Ja, hat er das wieder falsch rum gebaut, das Ding. Ach, Weiße, leck mich doch am Arsch. Ich hasse das. Das mit den Conveyor-Lifts ist manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Die sind sehr speziell. Jetzt muss ich oben erstmal ein Band dran bauen, um ihm zu sagen, welche Richtung der baut. Ne? Und so. Du hast es ja geschafft. Oh, das ist jetzt aber auch doof. Was brauche ich für die Minen MK2? Oh, das ist aber... Das wird aber alles zu knapp hier, ne? Dann brauche ich nur noch die Dinger. Sehr schön. Die Dinger. Alles klar. Ja, das könnte ein Problem sein. Ist natürlich, daran habe ich nicht gedacht. Das muss anders kommen. Naja, scheiße auch, wenn ich ja noch mal eins mache, oder? Problem ist, dass ich hier so nicht bauen kann. Es sei denn, man sieht das hier später nicht. Das Förderband hat eine ungültige Form. Deine Mutter hat eine ungültige Form. Ich wusste, dass es kommt, aber immer wieder schön. Ja. 10? Das kann's ja nicht sein. Das ist scheiße. Ich hätte gern Förderbänder, die so 45 Grad gehen. Jupp. Yep. Das wäre halt wirklich immens praktisch. Und es müsste eigentlich auch möglich sein.
Man sollte es meinen, ne? Ja. Aber nein, die feinen Herren Entwickler, die wälzen sich in ihrem Geld und scheißen einfach auf die Spieler. Blöde Furzis, ey. Widerliches Verhalten. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier dran kriegen soll. Wie mache ich das? Ich schummle. Fang, okay. Ich werde jetzt schummeln. Okay, okay. Tu dir keinen Zwang an. So. Ich komm grad an. Produktion, wird das geil. So. Ich schummel. Nein, schon wieder! Ist er wieder tot? Das ist doch nervig! Er ist wieder. Was? Schon wieder? Ja! Der beste Spieler der Welt! Mhm. Wie nennt man dich? Gottgamer Gronk? Gut, das ist ja Ironie. Ja, gut, okay, ja. Oder? Das gibt doch auch Spiele, wo du gut bist, oder? Hä? Es gibt auch Spiele, wo du gut bist, oder? Halma. Bingo. Ja. Ja, doch. Spitz, pass auf. Schönes Spiel. Also, ich bin Spitz, pass auf. Ja. Ja. Das ist ein sehr schönes Spiel. Oh, ja. Boah, jetzt soll ich gerade diese coolen Schummeltrick machen und dann sterbe ich einfach dabei und wirke dadurch uncool. Wie soll ich denn jetzt bei den Mädels punkten, wenn ich hier sage, guck mal die Folge an, was ich da Cooles gemacht habe? Guck. Dein üblicher Anmachspruch. Ja, genau. Hey, Satisfactory, Folge 793. Haben dich schon mal Leute wegen deiner Größe, also wegen deines monetären Reichtums, angemacht? Eigentlich weiß niemand da irgendwas. Also ich laufe jetzt nicht rum und habe irgendwie teure Sachen an oder so. Ja, gut, das stimmt. Ja. Ich laufe eigentlich immer rum wie ein Obdachloser, weil das mein Stil ist. Steht ja aber. Also ist dir wie auf den Leib geschnitten, finde ich. Ist auch über Jahre gepflegt einfach. Ja. Ja. Sehr authentisch. Und bei dir? Witzigerweise einmal ja. Huch, erzähl mal. Das war auf der Branchenparty, sogar auf der Gamescom. Oh, jetzt bin ich ganz Ohr. Erzähl mal. Das war ganz unaufregend. Also wirklich, das war einfach nur so, Du, und hier, und das ist ja, du bist ja der und der von dem, ja, und ich so, ja. Und er so, und einfach nur, also wegen der Größe, das war so schwachsinnig. Okay. Dass der war die Abonnentenzahl, also besser gesagt die Followerzahl, da wichtiger als irgendwie, weiß ich nicht, meine IQ-Zahl oder meine Bizeps-Zahl oder, ach, ich hab doch eh nichts, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich schon. Ja, das ist, ja. Also sowas ist auch schon mal ein paar Mal passiert, das in der Richtung, aber das, ich find's schlimmer, also ich find's ehrlich gesagt besser, wenn jemand... Oh, ich bin rausgeflogen. Huch, warum das denn? Keine Ahnung. Achso, wegen der Abonnentenzahl. Nee, aber ich find's ehrlich gesagt besser, wenn jemand ganz offen damit umgeht und zum Beispiel sagt, hier, hatte ich auch schon mal, ich will, dass jemand sagt, ich will eine Reichweite. Oh, weia. Nee, das fand ich aber erfrischend ehrlich. Okay, ja gut, das stimmt. Ja, gut. Das fand ich gut und offen und ehrlich, weil es war in dem Fall sowieso klar und man wusste es. Ja. Und ja. Deswegen fand ich das so toll, dass es einfach mal so offen rausposaunt wurde. Ja, das stimmt. Ja, weil sonst ist halt immer sehr, ne, sehr nette Leute und lalala und du weißt dann aber, vielleicht können die vielleicht gar nicht leiden eventuell oder sonst irgendwas oder haben gar keinen Bock in dem Moment mit dir zu reden, aber müssen es halt machen, weil, ja. Ja, ich fühle mich gerade angesprochen. Und das Let's Play macht dir auch Spaß? Oh Gott. So. Ach, das hast du dann hier drauf. Okay. Join immer wieder dem Club Grönk. Ja, sag Bescheid, ob es geht.
Na, ich hoffe es gleich. So. Okay. Boah, das sieht echt nice aus so. Boah, schön. Bei mir bist du jetzt nur online, aber du bist nicht im Spiel. Das ist richtig. Gleich als du ausgeloggt bist, da war ich so frustriert, ich habe ausgemacht. Das war so schade. Wusste ich's doch. Ja. Oh nein, ich muss da wieder hoch. Ja, du musst mir mal einen Invite schicken dann. Ja, warte, mach ich. Ich muss kurz die Leiter hochgehen. Da bin ich jetzt immer ein bisschen vorsichtiger. So. Kann ich hier nicht... Vielleicht mal zoomen. Okay, Invite sagst du? Ja, bitte, bitte, bitte. Invite, Spieler einladen. Hallo? Oh. Invite. Spieler einladen. Geht nicht mehr. Oh. Ja, das ist ja ein gutes Spiel. Ja, vielleicht wirst du mir deswegen auch nicht im Spiel angezeigt, sondern nur online bei Epic. Aber trotzdem müsst ihr doch eigentlich einen Invite schicken können, oder? Eigentlich ja. Ja. Sonst mache ich gleich nochmal einen Neustart hier, weil das ist jetzt doof. Nö, geht nicht. Kann kein Spieler einladen. Dö. Ja, komm, damit hier mal ein bisschen Abwechslung kommt, mache ich mal zurück zum Desktop. Yeah, geil. So, gucke. Da gibt es ja mal einen schönen Schwarzbildschirm jetzt hier in der Aufnahme. Ah, ist das schön. Das ist schön, alles ungeschnitten. Ja, warte. Und jetzt nochmal ganz kurz, warte. Jetzt startet nämlich hier, man sieht es gerade, das ist das Epic Games Fenster. Oder Epic Store Fenster, das filmt ja auch aus irgendeinem Grund ab. Wenn du den Client öffnest, oder... Nee, der Client öffnet sich direkt, wenn Satisfactory zugeht, öffnet sich der Client. Und der wird aber auch abgecaptured von OBS und ich weiß nicht genau, warum. Das ist okay. Ja, das ist ganz merkwürdig. So, hier starte ich jetzt. Also man sieht einen Client nicht, sondern nur so ein schwarzes Fenster, das abgecaptured wird, was ganz merkwürdig ist. So, warte, ich starte gerade neu. Ja. Gerade im Spiel, Schwarzbild, aber es ist die beste Abwechslung, die man haben kann. Die letzten. Es ist besser als alles, was wir heute hatten, ja. Genau, also die letzten 40 Folgen toppen sich hier gerade in diesem Moment. Oh Gott, jetzt ist das Bild schon da. Jetzt. Coffee Stain Logo. So, Early Access Info. Ich setze mal fort. Ja. Hätte ich gerade noch speichern sollen. Ich dachte, du hättest gespeichert. Oh, bitte nicht. Der hat Autosaves, aber... Oh, bitte. Sag mir, dass das... Dass er gerade gespeichert beim Rausgehen. Oh, fuck. Ich bin halt so durch schon ein bisschen. Und die letzten Spiele, die ich gespielt habe, da gab es immer Autosave beim Rausgehen. Also bei Anno zum Beispiel, wenn du rausgehst, saved er automatisch. Ja, ja. Und bei Seven Days macht das genauso. Und ich hoffe hier... Oh Gott. Es lädt auch noch so unverschämt lange. Ich will wissen, ob... Vielleicht landest du jetzt neu auf dem Planeten und er ist leer. Nein, es sieht gut aus. Es ist nicht allzu viel verloren gegangen. Okay. Ah, puh. Okay, also Invite. Spieler einladen. Jetzt geht's wieder. Oh, gut. Oh, ich invite sie. Juhu, ich habe einen Invite bekommen. Ja, hervorragend. Plup. So. Oh, puh. Oh, dann ist gut, ey. Mir ging gerade die Pumpe. Ja, mir auch. Boah. Das wäre nicht so gut gewesen. Nee. So. Das kommt dann nochmal weg. Das müsste ja trotzdem funktionieren. Oder? Es sollte jetzt gleich stocken bei dir, ich joine. Ja, es stockt. Es stockt erfolgreich. Mist, meine Getränke sind alle schon weg, weil... Oh, jetzt hat es gerade gefreezed. Komplett. Auch Sound.
Okay, das kommt jetzt hier an. Sehr gut. Das mit dem Schummeln funktioniert übrigens sehr gut. Oh, so gut wie nix weg. Ist alles gut. Ja, hier auch. Ja. Puh. Da sage ich puh. Das müsste eigentlich dann hier hin. Ich warte mal noch, bis sich die Welt aufbaut. Oh ja. Das kann bei dieser Welt immer ein bisschen dauern. Ja, es dauert hier wirklich ein bisschen. Ja, ja, ja. Das, die Welt, so ist die Welt eben, Frank. So ist die Welt. Okay. Der hier müsste ja eigentlich... Ist eine Viererhöhe von da. Da kommt auch noch mal was ran. Oh, oh, wie geil! Oh, wie cool! Hm? Oh! Hä? Ich bin doch hier gerade auf dieser Autobahn hier, ne? Also auf dieser Brücke. Und gerade eben ist das riesige Viech genau an mir vorbeigeflogen. Oh. Ich bin auf der Höhe, wo das fliegt. Oh. Das heißt, wir können, wir könnten jetzt probieren, da eine fette Wand hinzubauen und gucken, ob das da durchfliegt. Ich glaube mal, es fliegt durch, ja. Ja, 100 Pro. Aber wie cool das gerade war. Oh Gott. Das war ja geil. Hat es dich angeschrien dabei? Nee, aber ganz majestätisch und dann so. Und das sieht wunderschön aus von Namen. Also wirklich wunderschön. Uff. So, gleich bin ich ja tot. Nein! Oh, ich dachte schon. Ich höre immer nur das Nein. Dieses Nein, doch. Super-Stützen-mäßige. So, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Spiel macht mich fertig. So. Und jetzt von dem Ding. Das Ding muss da dann drauf. Ich hoffe, das passt auch. Ist das hier ungefähr? Oh ja, es könnte passen. Ja, das sieht gut aus. Oh, Logistik, Conveyor-Lift. Ist das richtig? Ja, das ist halt zu hoch, ne? Ja, ist ein bisschen zu hoch, okay. So. Ja, Träumchen. Das ist echt ganz cool so. Guck mir das mal gleich an. Ich will auch den großen Flattermann sehen. Ich hasse es zwar, dass ich deine Sachen wieder umbaue. Ja, das glaube ich dir. Ich hasse das wirklich. Also ehrlich. Aber ich glaube, in diesem Fall ist das rein optisch gesehen, das sieht schon sehr imposant aus jetzt. Das, also, wenn du die Golden Gate Bridge meinst, ja. Ja, ja, genau, genau. Also jetzt auch mit den Conveyor Lifts, die Sachen da hochtransportieren. Das ist auch schon sehr geil. Hier wird es jetzt ein bisschen komisch, aber nichts, was nicht hinzukriegen. Okay. Dann wieder nach oben. Na, 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 na. So. Ach ja. Jetzt nicht mehr so schnell. So. Huch. Freeze. Freeze, Baby. Das ist wieder Prodigy? Ja, klar. Klar. Komm, du magst das schon. Wie du das machst oder Prodigy? Ja, beides. Prodigy liebe ich. Ja. Und dich mag ich. Ach, das ist so. So, 3, 4. So. Und die kommen dann, oder? Müsste eigentlich hier laufen. Ja, das könnte ganz schön werden. So. Das kommt natürlich weg. Die kleine Schummelhilfe. Manchmal würde ich gern so Geländer bauen können, so Brückengeländer oder sowas.
Ja, und nicht nur auf diesen kleinen Strecken da. Ja, genau. Ja, so, dass man die hier einfach so dran baut, das wäre mir irgendwie lieber. Ja, ja, ja. Oh, warte, kommt der wieder? Kommt der große Flattermann wieder? Sehe ich dich von hier aus? Nee. Du bist irgendwo ganz weit hinten, ne? Ich bin ungefähr in deiner Nähe, naja. Oh, der kommt wieder. Er kommt wieder. Wo ist er bei mir? Die sind ja bei uns ungefähr so 20, 30 Sekunden versetzt. Ach, stimmt ja, der ist bei dir ja woanders. Oh, cool, kann ich ihm jetzt entgegenlaufen? Ich kann ihm entgegenlaufen hier. Der fliegt hier die Strecke tatsächlich gerade entlang. Oh. So ein bisschen. Das ist halt echt, oder? Ach, tatsächlich ja, ich kann jetzt, glaube ich, mitlaufen ein bisschen. Oh, ich sehe jetzt, wie er bei mir kommt, ja. Ich sehe dich da oben laufen. Geil. Und hier fliegt er bei mir gerade vorbei. Krampfadern in den Flügeln. Und ich kann jetzt mitlaufen. Und die ganzen kleinen Dinger da. Oh ja, jetzt zieht er nochmal rüber. Oh ja, hier. Oh. Das ist wirklich okay. Schön. Ich mache jetzt Folgendes. Ich sehe, was du machst, ja. So. Du baust jetzt eine große Mauer hin, dass er gegen klatscht. Genau, das ist. Ne, der hat Federn. Und vielleicht können wir damit was craften. Oh, okay. Oh, okay. Aus dem Schnabel schmied ich mir eine Waffe. Oder ich mache da so einen riesigen Fleischhäcksler, wo er einfach durchfliegt. So, ich bin mal gespannt. Also mal gucken, ob das funktioniert. Das wird's, ja, hoffentlich. Wenn er da langkommt, das wäre natürlich voll cool. So. Okay, aber jetzt erstmal hier wieder alles abtransportieren. Dann upgrade ich mal den Scheiß hier. Ja. So. Das ist der Nummer 1. Und Nummer 2 müsste hier. Oh. Ja, das müsste ich ein bisschen weiter weg machen, glaube ich. Das müsste dann eher hier. Ja, ich brauche noch Kabel. Da hab ich die Kabel vergessen. Nee. Das ist nicht gut. So. Okay, so muss ich es machen. Dann gehe ich wieder nach unten, weil das Leben so schön ist. Schön, so wunderschön das Leben. Ich mach das mal anders. Ich mach das doch wieder runter. Okay. Ah, sehr gut. Das könnte hier ran. Conveyor Lift. Let's go. Wow. Förderband hat eine ungültige Form. Mhm. Na komm, sag's. Ich weiß, was du sagen willst. Wunderbar. Okay, das ist doch kacke. Das passt so gut hier. Das passt so gut und er sagt ungültige Form. Ich müsste einen nach links rüber. Einen nach links rüber. Aber das wird auch eine ungültige Form haben, glaube ich. Huf. Holy moly.
Der hat Zähne. Nee, nee, nee. Und der Heifel. Das hast du doch gerade angestimmt. Das spielt ja gerade im Hintergrund, das Lied. Ach so, wie, wo denn? Habe ich nur mitgesummt. Dieses D-D-D-D. Oh, hab ich gar nicht den Ton. Bei mir ist krasser Techno. Ja. War das jetzt einer nach links oder einer nach rechts? Scheiße. Einer nach links, glaube ich. Ja. Stimmt das denn auch? Vorstellen, dass es richtig ist. Oh, schnell, 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 schnell. Er kommt wieder zurück. Jetzt bin ich viel zu weit weg. Schnappatmen. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, komm direkt frontal auf mich zu. Geil. Nimm mich mit. Oh, nice. Oh Gott, ist das cool. Wow. Wow. Funk, es lohnt sich einfach, wenn du auf die Plattform gehst und erwartest. Es lohnt sich. Ich glaube dir. Boah, was für ein Erlebnis. Zwar nur wenige Sekunden, aber ich habe jetzt alles vom Spiel gesehen. Oioioioi. Haben wir es durchgespielt, ja. Ja. Dann können wir jetzt das nächste Spiel nehmen. Irgendwas anderes Kleines, Multiplayer-mäßiges. Richtig. WoW. Aber mit allen Quests und Vorlesen. Na klar. Ja, das da bin ich dabei. Auf beiden Fraktionsseiten aber. Da bin ich dabei. Und für die Gegenseite, weil ich bin Horde, du bist Allianz, muss das nochmal nachvertont werden mit... die andere Seite das versteht. Genau. Da müssen die Leute auch auf beiden Channeln gucken. Oh ja. Ein super Kniff. Irgendwie, aber ja. Ein super Kniff. Oh, ob das hier noch... Ist das jetzt richtig? Und jetzt passt es? Ich wusste, dass es nicht passt. Ich wusste einfach, dass es nicht passen wird. Was für eine ungünstige Form! Ja, ist doch scheiße. Das müssen wir nicht schneller machen. Die kann so bleiben. Sie kann so bleiben, wie sie ist. Sie darf. Oh, das würde so gut passen. Aber leider ist das Spiel echt so kacke programmiert. Das ist widerlich einfach. Also dieser Hass. Entweder sitzt es hier zu weit links oder zu weit rechts. Ich habe die Wahl. Ja. Förderwand hat eine ungültige Form, ja. Natürlich, klar. Oh, ich muss mich ganz kurz mal strecken. Mach das. Heide Witzka. Der Ton eines Eriks. So. Ach, ja, schön. Jetzt geht's wieder. Okay, natürlich geben wir nicht auf. Wieso solltest du auch? Es ist auch nicht unser Naturell. Ja. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen in Arbeitskleidung. Richtig. Worauf spielst du an? Dass ich leider die Fabrik nicht gerade bauen kann. Also die, den Miner. Ja. Kann ich leider nicht gerade bauen. Würde ich eventuell so rum machen und den anderen andersrum. Das ist enttäuschend. Vor allen Dingen menschlich für mich. Aber gut, liegt natürlich am Spiel, ne? Ich kann ja nichts für. Ja, wie immer klar. Ist das Spiel schuld, ne? Mit so einem Strohmann-Argument kann man sich halt immer fein rausreden. Das ja, ist logisch. Das stimmt. Also tue ich es auch. Ja, immer die anderen. Ja. Gut, klar, ich weiß, das Spiel ist fehlerfrei. Ist es. Ja, da ist und absolut nichts zu beanstanden. Habe ich das jetzt gerade einigermaßen? Das ist auch scheiße. Nee, das gefällt mir aber auch nicht. Nix gefällt dem Mann. Nee, das ist nicht gut. Mach ich auch hier rum, ne? Funk? Mach doch, was du willst.